Heute war ich als Mitglied der Linksfraktion beim Beirat der Bundesnetzagentur. Das hatte ich letzte Woche ja schon angekündigt. Da geht es um die Versteigerungskriterien für die 5G-Lizenzversteigerung, die nächstes Jahr im Frühling stattfinden soll. Ich habe schon angekündigt, dass ich mich aufrege. Und ja, es ist leider so geworden. Es hat sich nicht durch magische Zauberstäbe an den Kriterien noch irgendwas geändert. Das heißt, neben den kleinen Verbesserungen, die drinstehen, sind immer noch die großen Brocken nicht in Ordnung. Und das ist vor allem der Umstand, dass es immer noch keinen Rechtsanspruch auf nationales Roaming gibt. Das ist vor allem dann kritisch, wenn es Kriterien gibt, die da drinstehen, wie dass bis 2022 und 2024 große und kleine Straßen, viel und weniger befahrene Bahnstrecken, ordentliches, immerhin 4G-Netz bekommen sollen. Und dass die Anbieter sich aber gegenseitig Zielerreichungen anrechnen können. Also es muss nicht jede dieser Firmen, Telefonica oder Telekom, gleichermaßen das Streckennetz abdecken, sondern es reicht, wenn sie das gemeinsam schaffen. Wenn es das ohne nationales Roaming gibt, und das ist jetzt unsere Realität, dann werdet ihr feststellen, wenn ihr nicht zufällig bei drei verschiedenen Netzbetreibern einen Vertrag habt und drei Handys in der Tasche, dass ihr immer noch dauernd im Funkloch sitzen werdet. Und das war nicht Sinn der Sache. Es sollte ein flächendeckendes, richtiges, echtes funklochfreies Netz geben und nicht nur für die Leute, die mit drei Handys unterwegs sind. Deswegen ärgert mich auch, dass die Vertreter der Großen Koalition für diese Richtlinien heute gestimmt haben, obwohl sie sich im Vorfeld genauso aufgeregt haben wie ich. Jetzt kommt es also doch so und unsere einzige Chance besteht jetzt in einer Änderung des Telekommunikationsgesetzes. Das ist aktiv in der Debatte, könnte eventuell sogar noch vor der Versteigerung verabschiedet werden. Und das würde dann der Bundesnetzagentur ihr Lieblingsargument nehmen, nämlich dass sie sich nicht rechtssicher genug fühlt, ein nationales Roaming als Rechtsanspruch vorzuschreiben. Sie braucht eine bessere, stärkere Rechtsgrundlage. Die kann man ihr durch eine Gesetzesreform geben. Gesetze sind ja nicht physikalische Naturgesetze. Wir können die ändern. Ich will versuchen, dass wir das schaffen. Zusammen mit den anderen wäre es möglich. Und dann kann es echt besser werden mit dem Aussterben von Funklöchern im ländlichen Raum.